Das Dorf Rotheul ist, entgegen vielfachen anderen Behauptungen, viel älter als die Rotheuler Wustungen. Das Dorf wird schon bald nach der Ersterwähnung von Neuhaus genannt. Einst in klösterlichem, dann in ritterlichem Besitz, war es noch fast ein Jahrhundert länger sachsen-coburgisch als Neuhaus. Und da stand früher auch nicht dessen Gericht, sondern dem von Hassenberg. Die Wustungen entstanden erst im 16. Jahrhundert auf schlechten Waldböden und gingen in ihrer Mehrheit schon während des Dreißigjährigen Krieges wieder zugrunde. Weitere überstanden das DDR-Grenzregime nicht. Heute ist die wunderschöne Umgebung Rotheuls ein beliebtes Wandergebiet.